Hallo und willkommen zum dritten Teil vom Rettungswagen-Simulator 2012. Ich bin Dr. Daddel, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Oh, ja. Okay, wir fangen an. Oh Gott. Das Spiel zersetzt meine letzten Gehirnzellen und es ist nicht gut. Ich glaube, es ist auch nicht gut, sich das anzuschauen. Also schaltet lieber weg. Guckt richtige Let's Player wie PewDiePie oder wie der heißt oder Grink. Eingehender Notruf. Ort Privatgrundstück. Vorkommnis. Ein schwer erkrankter Mann muss zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Fahrzeug 138501. Na gut. Wenn's denn sein muss. Ein schwer erkrankter Mann. Lohnt es sich noch, frag ich mich jetzt, den in ein Krankenhaus zu bringen, wenn er sehr schwer erkrankt ist? Ich meine, es ist schönes Wetter. Auf dem Friedhof ist auch nichts los. Okay. Ey, wir haben ein anderes Auto. Wahnsinn. Premiere für den kleinen, feinen Wagen, der wahrscheinlich nur für Krankentransporte geeignet ist. So. Und ein absolut kongenialer Motorensound heult auf und... Nun geht das los. Oh Gott. Ich muss hier dummerweise anhalten. Und das ist jetzt schon wieder ein richtig spannender Teil für euch. Mal sehen, vielleicht können wir das Spiel auch verarschen, indem wir rechts an der Ampel vorbeifahren. Das wäre ja der absolute Hammer. Es geht tatsächlich! Geil! Hallo, was habt ihr hier vor? Was fahren die für einen Rotz zusammen? Oh, oh. Okay, Lowride! Oh, Mann. Die Kollisionsabfrage hat auch schon ein Kommentator geschrieben in einem der letzten Parts. Ist, ja, der absolute Wahnsinn. Okay, Geschwindigkeitsüberschreitung. Stimmt ja, ich habe hier gar keine Freigabe. Das heißt, ich muss den Tempomaten anschalten. Irgendwie ist komischerweise der untere Bildrand abgeschnitten. Also ich sehe einen Teil des Tachometers unten nicht. Warum auch immer. Also denken wir uns einfach mal das T für Tempomat. Ist ja wurscht, ob wir das sehen oder nicht. Das macht das Spiel auch nicht viel besser, wenn wir diesen Zentimeter da jetzt noch sehen würden. So, jetzt probiere ich mal wieder meinen kongenialen Trick aus und fahre... Komme ich hier durch? Oh, nö. Auch dieser Kollisionssound ist... Wahnsinn! Realismus pur. So, jetzt kommen wir hier ins Snob-Gebiet hier mit den schönen Villen hier an der Seite. Das ist sehr hübsch. Hier wohnt bestimmt der Bürgermeister. Der hat mich bestimmt bei der Polizei angeschwärzt. Ey, der Krankenwagen, der hat keinen Blaulichtfreigabe. Der fährt zu schnell an meinem Haus vorbei. Schreibt den gleich mal auf. Geschwindigkeitsüberschreitung. Und da kriegen wir gleich mal 50 Minuspunkte, bevor wir überhaupt Punkte gemacht haben. Das ist nicht schön. Jetzt angeblich links abbiegen. Nur das ist ein bisschen schwierig. Weil wo keine Straße abgeht, lieber Rettungswagen-Simulator, kann der Herr Daddel auch nicht abbiegen. Och ja, 50 Punkte. Ich würde gerne mal 50 Punkte plus kriegen zur Abwechslung. Ich meine, 50 Punkte minus haben wir jetzt oft genug gesehen. Ich freue mich ja schon, dass wir für den Unfall gerade nichts abgezogen bekommen haben. So, vielleicht kommen wir ja jetzt zu unserem Ziel. Ah, Leute, also ich glaube, nee. Mehr als 5 Parts halte ich das nicht durch. Und ihr auch nicht. Ich habe das schon gemerkt. Aber wir sind im dritten und da ja, 2 müssen wir dann noch durchhalten. Dass wir wenigstens auf eine schöne halbwegs runde Zahl kommen. So, was ist das hier? Das Mädchenpensionat. Da würde ich gerne mal Station machen. Stichwort Doktorspiele mal wieder. Okay, ja. Der Herr Daddel bringt es nicht fertig. Auch nur einen blöden Part ohne irgendwelche anzüglichen blöden Sprüche. Ich weiß. Aber irgendwas muss ich ja reden. Mir fällt zu dem Spiel hier nichts mehr ein. Das ist... Es ist nicht der schlechteste Notarzt-Simulator. Nee, den haben wir vor einiger Zeit gesehen. Der war so genial, dass die Verantwortlichen das Video haben sperren lassen. Also, ne? Lustigerweise sind andere Videos immer noch freigeschaltet. Aber meins war wahrscheinlich zu gut. Naja, ich trinke mal einen Schluck. Muss mich irgendwie beschäftigen, solange die Ampel hier rot ist.
Ja, das ist der KUKAF Straßenfahrsimulator. Es ist irre interessant. So, hier sind die Mietwohnungen. Obere Mittelklasse, würde ich sagen. So, hier das Mädchenpensionat. Leider können wir nicht durch die Fenster gucken. Während sich die jungen Dirnen ihre Sport-BHs ausziehen. Schade, schade. Ach, wisst ihr was? Ich steige jetzt mal aus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte jetzt mal ein bisschen was erleben hier. Ich könnte ja noch mein Auto umschmeißen, weil das macht Spaß. Zickeding! Nein! Wir sind Superman! Bam! Und die fahren unbeirrt weiter. Ah, hätte ich nicht gedacht, dass ich in diesem Part nochmal so lachen werde. Und nochmal dagegen! Bam! Können wir stapeln? Vielleicht können wir die Autos auch stapeln. Mit ein bisschen Glück. So, komm mal her hier, du Familienkutsche. Können wir auch Passanten anrempeln? Wollen wir hier mit dem Komischen da versuchen? Oh. Nee. Während wir die Autos mit dem kleinen Finger über 20 Kilometer wegschnipsen können, sind Passanten wie eine Betonmauer. Wir prallen an ihnen ab. Ich finde, das geht in Ordnung. Vor lauter Wut schmeiße ich nochmal diesen VW hier um oder was auch immer. Was steht denn hier? Little Indie, your source for independent games. Ja, viele Indie-Games sind besser als sowas hier. Die meisten. Aber ich soll sagen, ne, es ist ja nicht so schlecht. Es unterhält mich. Und es soll's ja auch. Warum blinkt der jetzt? Warum blinkt der? Hallo, nicht blinken. So. Da vorne sind wir schon im Ziel. So, jetzt müssen wir hier... Oh! Jetzt bin ich gegen diesen Blumenkübel gerasselt. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. So, bam. Das akzeptiert er jetzt wieder nicht. Hallo. Oh Mann, jetzt seid doch mal nicht so pingelig. Du bist es doch sonst auch nicht. Was Kollisionen betrifft und so weiter und so fort. Ist ja doch auch alles scheißegal. Oh Leute, eine Steuerung. So. Okay. Ich glaube, das akzeptiert er jetzt. Holen Sie den Patienten auch noch. Der hätte mal hier vor der Tür auf mich warten können. Unglaublich. So, jetzt können wir weiterfahren. Hihi. Fahren. Ey! Unfall! Und der macht auch noch Unfallflucht. Und ich krieg's wahrscheinlich in die Schuhe geschoben. Ah. Freunde. Das ist besser als jede Folge von Alarm für Cobra 11. Ich kann euch sagen... Was steht da links? Ach, das soll Mülleimer sein. Okay. Ach so, ja stimmt, ich habe ja keine Freigabe. Aber guck mal, wir können hier reinschauen. Wir sehen ihn auf der Trage liegen und das ist schon eine große Verbesserung im Vergleich mit dem Notarzt-Simulator von UIG. Die schaffen das nochmal zu unterbieten. Hier sehen wir den Patienten, wir sehen auch unseren Zombie-Assistenten, der den wahrscheinlich gleich auffrisst. So, wie der hier guckt. So. Machen wir mal ein bisschen lustige Kamerafahrten. So. Wie lang nun? Ja, der Pfeil sagt geradeaus. Nur das geht halt nicht. Oh, und wieder eine rote Ampel. Wie interessant ist das denn? Trink schon mal einen Schluck Käffchen. So. Jetzt fährt er nicht los, wenn er soll. Nach 100 Metern links abbiegen. Und schon landete er im See. Oh Mann, das ist nicht interessant für euch, ich weiß. Ist mir jetzt egal, Geschwindigkeitsüberschreitung. Das ist mir völlig egal. Ich hoffe, bis zum nächsten Part kriege ich es auch so weit hin, dass die Anzeigen da unten wieder völlig zu sehen sind und nicht abgeschnitten sind. Irgendwas hat sich hier verstellt, ohne meine Erlaubnis. Warum auch immer. Ich fahre jetzt hier über die Ampel, ist mir jetzt egal. Oh, minus 100 sogar. Jetzt bin ich aber betrübt.
Himmelhoch jauchzend, so Tode betrübt, wie man so schön sagt. So, wo muss ich denn jetzt hinfahren? Wieder ins Krankenhaus. Ich könnte ja meinen Pager nochmal aufrufen. Ja, ins Krankenhaus, alles klar. Alles Paletti. Ist mir jetzt egal, ich fahre jetzt überall drüber. Okay, die ist gerade noch grün geworden, oh Gott. Ah. Der hat einen Wendekreis. Oh Mann, das ist ja eine Beleidigung. Eine Beleidigung. Und ich werde euch schon mal die Rückfahrt zur Krankenstation ersparen, weil das ist das gleiche wie jetzt. Wir fahren durch diese doofe Stadt hier und müssen nur noch einen Bericht schreiben. Was wir dann an Punkten so gemacht haben, sage ich euch dann im nächsten und vierten und somit vorletzten Teil. Dann habt ihr es auch schon bald hinter euch. Oh, ist ein hübsches Haus. Wer möchte hier nicht gerne leben? In diesem Dörfchen. Oh, Vorsicht, aufpassen. Rote Ampel. Ich kann drüber fahren. Ich bin Notarzt. Ich bin geil. Ich bin the best. Best Rettungssanitäter from town. Oh. Aber ich finde das Krankenhaus nicht. Ist das schlimm? Wahrscheinlich ist der Patient schon längst tot. Nicht nur der Patient, auch unser Assistent. Wahrscheinlich kriegen wir überhaupt keine Punkte. Wir haben jetzt schon mindestens 1000 Punkte abgezogen bekommen. Oh Gott. Wie interessant. Nicht. Ja, wunderbar. Ja, den könnten sie genauso gut im Sarg transportieren. Ja, und das kennen wir ja schon. Fahrzeug abstellen und Bericht schreiben, das ist uninteressant. Deswegen gucken wir uns nochmal zu Fuß ein bisschen um. Schön hier die Notaufnahme sehr detailecht gestaltet. Dann hat man sich bei den Blumen hier mehr Mühe gegeben. Mhm. Und hier bei den Mülltonnen, was steht da drauf? Keine heiße Asche einfüllen, das ist realistisch. Das steht auch wirklich auf Mülltonnen. Da hat man wirklich alles rausgeholt, was möglich war. Kommen wir auf dieses Grundstück hier. Wir können es, denn wir sind Notarzt. Klopf, klopf, jemand zu Hause? Hallo, ihr süßen kleinen Lude, macht mir mal die Tür auf. Hm, keiner da. Oh, wir hören ein Geräusch. Wir haben ein Auto gehört. Das Spiel hat ein Geräusch von sich gegeben. Irre. Bin jetzt so aufgeregt, dass ich vor lauter Freude noch mein Auto umwerfen muss. Bäm! Und mit diesem schönen Bild endet der dritte Part vom Rettungswagen-Simulator 2012. Ich... Ah, herrlich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.